Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Eigene Produktion. Ja, wir haben jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. DJ-technisch als auch produktionstechnisch ist das hier das Maß aller Dinge. Wenn ihr es schafft, erfolgreiche eigene Produktion irgendwo zu platzieren, dann gibt es nach oben gesehen kein Halten mehr. Ihr werdet definitiv ordentliche Bekanntheit erlangen und auch eure Gagen werden definitiv nach oben schnellen. Denn gerade die meisten Produzenten verdienen auch gar nicht wirklich das große Geld mit der Produktion an sich, sondern dann später mit den folgenden Live-Auftritten. Und insofern möchten wir euch jetzt hier noch einiges an die Hand geben, was es bei eigenen Produktionen alles zu beachten gibt. Wie schon erwähnt, eine eigene Produktion ist das Bestmögliche, was ihr eurer DJ-Karriere antun könnt. Es gibt kein besseres USP, also Alleinstellungsmerkmal, und hier habt ihr etwas, was euch ganz klar von der Konkurrenz unterscheidet und was auch nie jemand im Prinzip nachmachen kann oder auch genau so haben kann. Es können zwar vielleicht Tracks ähnlich produziert werden, wenn ihr einen wirklich großen Erfolg hattet. Das passiert ja auch, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass manchmal ein Track doch verdächtig ähnlich nach einem anderen klang, aber es ist trotzdem immer noch nicht das Original. Und oftmals ist es ja auch so, dass das Original dann trotzdem noch die größere Bekanntheit hat. Das Ganze gibt es natürlich nicht umsonst. Insofern müsst ihr hier einiges noch investieren. Ihr müsst ein eigenes Studio einrichten oder ihr geht eine Kooperation mit einem Produzenten ein oder ihr mietet euch in einem professionellen Studio ein. Was es auch immer ist, da reicht es dann auf jeden Fall nicht mehr, wenn ihr euch einfach nur an euren Schreibtisch setzt und damit Maus und Tastatur ein bisschen rumspielt. Insofern kann es natürlich nicht schaden, wenn ihr noch mindestens ein Instrument selber spielen könnt, es wirklich gut beherrscht und vor allem auch Wissen über Musiktheorie vorweisen könnt. Damit werdet ihr definitiv erfolgreicher sein. Wobei natürlich auch, ist ja schon rausgekommen, dass der ein oder andere Hit produziert wurde, ohne dass der Produzent wirklich wusste, was er denn da eigentlich tut, weil natürlich jeder ein gottgegebenes Vorverständnis, ein gewisses Gespür dafür hat, was gute Musik ist. Eventuell möchtet ihr euch da mit einem Kollegen zusammentun, der vielleicht kein guter DJ ist, aber ein guter Produzent. Bei euch ist es genau umgekehrt. Insofern könnt ihr eine schöne Kooperation eingehen. Entweder ihr seid dann eh als DJ-Duo unterwegs, oder auch zum Beispiel, er agiert als sogenannter Ghost Producer und ihr teilt euch dann sozusagen einfach die Arbeit. Die hohen Kosten vom professionellen Studio, die sind natürlich eben enorm, aber ihr habt dadurch auch eine gute Anleitung. Es ist immer jemand bei euch an eurer Seite und ihr werdet auch definitiv einen schnelleren Fortschritt haben. Und natürlich, was wirklich dann ja auch zählt, ist das professionelle Endergebnis. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wie auch bei den Remixen oder Re-Edits und Mashups, ist sehr egal, immer wenn ihr selber was produziert und auch als DJ noch aktiv seid, dann nutzt es aus, dass ihr die Tracks anspielen könnt und dort wirklich live vor Publikum austesten könnt. Ihr bekommt kein direkteres Feedback, in den vorherigen Lektionen schon erwähnt. Ihr wisst warum. Mal auf der Anlage spielen und eben auch vom Publikum, nutzt das. Eure Produktion sollte natürlich die Menschen wirklich berühren. Musik ist etwas sehr Emotionales und diese Emotionalität steckt ihr am besten von euch in die Produktion und so wird es auch euer Publikum dann später wieder erfahren. Meistens sind es ja eindringliche Melodien oder Vocals, die zu Ohrwürmern werden und eben Grooves dann, die einen Song wirklich zu einem Hit machen. Das passiert aber nicht, indem man sich einfach nur ganz starr eben hinter seinen Computer klemmt und da einfach irgendwas mal probiert, sondern hier muss man wirklich mit Leidenschaft dabei sein. Wenn du deine Produktion dann mal hast, dann nimmst du am besten Kontakt auf zu DJ-Pools, Labels, anderen Agenturen oder eben auch DJ-Kollegen direkt, um dann deinen Track zu promoten, eben mal ein bisschen unter die Leute zu bringen, vielleicht erstmal etwas undercover, um Feedback zu erhalten, aber später dann natürlich auch, um ihn wirklich öffentlich groß zu releasen.
Andernfalls, insofern du vielleicht niemanden findest, aber dazu eben auch noch später mehr im Vertrieb, kannst du das Ganze auf eigene Faust machen. Beispielsweise kannst du deinen Track auch einfach auf Soundcloud hochladen oder du nutzt zum Beispiel so eine Plattform wie YouTube. Eventuell machst du sogar auch noch ein Video, dass das Ganze ansehnlicher wird. Und das kannst du dann gleich noch für dein Social Media oder deine Website benutzen. Hier hast du natürlich keine Grenzen, das liegt komplett bei dir. Bei der Namensgebung können wir dir noch den Tipp geben, dass du vorsichtig sein musst, insofern du mit kryptischen Titeln arbeitest. Denn es gab schon Fälle, bei denen Tracks nicht so hießen wie vielleicht ein Wort, das im Refrain immer wiederholt wird oder eine Phrase, die halt sehr markant war. Und man bei Google gesehen hat, dass haufenweise Leute nach dieser Phrase gesucht haben, passend zu dem Künstler, aber halt nicht fündig geworden sind. Und wenn der Track hier etwas anders gehießen hätte, wären die Verkaufszahlen wahrscheinlich noch deutlich höher gewesen. Insofern schaut, dass ihr dem Track einen passenden Namen gibt. Vielleicht eben am besten noch in Anlehnung an die Vocals im Track oder wenigstens allgemein in Richtung der Stimmung, die der Track hat. Und vor allem eben keine kryptischen Namen, die dann keiner mehr bei der Tastatur eingeben kann oder die irgendwie auszusprechen sind, als dass ihn dann eben keiner mehr findet. Wenn ihr Ideen für eure Produktion braucht, dann könnt ihr euch da inspirieren lassen von Tracks, die eben schon existieren. Ihr könnt Samples benutzen, oft sind ja in der Software schon Samples vorgegeben oder eben ihr nehmt Samples von anderen Stücken. Das Ganze könnt ihr natürlich zur Inspiration, zur Ideenfindung machen, so viel und so lang ihr möchtet. Aber wenn es dann ins Veröffentlichen geht, müsst ihr hier natürlich aufpassen. Vorhin schon erwähnt, eben hier Thema Copyright/Urheberrecht. Da verstehen die meisten Labels eben keinen Spaß und da warten auf jeden Fall saftige Abmahnungen und Zahlungen auf euch. Das lohnt sich definitiv nicht, das Ganze zu riskieren. Generell gibt es natürlich keine Vorgaben, wie ein Track auszusehen hat. Niemand macht euch Vorgaben. Es gibt keine Gesetze oder Regeln, an die ihr euch halten müsst. Musik ist ja eben was Freies, was Leidenschaftliches, was Emotionales. Deswegen darf es das auch nicht geben, weil dieser kreative Prozess sonst gestört ist. Aber natürlich könnt ihr euch ja an diesen genre-typischen Eigenschaften, die wir im Musikkurs schon durchgesprochen haben, halten, damit euer Track natürlich auch logisch so klingt wie das Genre, in dem ihr dann auch eingeordnet werden möchtet. Beim Hip-Hop sind das natürlich die typischen Breakbeats, bei elektronischer Musik ist es der 4 to the floor oder zum Beispiel beim Drum and Bass eben dieser Wobble Bass, der da dazugehört. Und von daher müsst ihr eben auch auf diese Sachen achten, aber innerhalb dieser Strukturen habt ihr natürlich sämtliche Freiheiten. Wenn ihr euren DJ-Kollegen einen Gefallen tun möchtet, dann achtet ihr auf jeden Fall auch darauf, dass ihr diese vordefinierte Phrasenstruktur habt. Also bei elektronischen Tracks dann eher in Richtung 8, 16 bis zu 32 Takte lange Phrasen, an denen sich eben die DJs orientieren können, damit auch eben der Track eine gewisse Ordnung und Regelmäßigkeit vorweist. Oder eben auch die Taktstruktur, dass die Tracks einen anständigen Viervierteltakt vorweisen und natürlich auch von der BPM-Zahl her ungefähr ins Raster eures Genres passen. Beim Sound ist es vom Charakter her vielleicht eher dieser organische Sound, der typisch ist. Techno ist natürlich eher industrieller angehaucht. Beim Hip-Hop hat man diese klassischen 90er Boom-Bap-Beats, bei denen eben viel auch mit Drum-Machines und Samples gearbeitet wird. Oder beim Trap ist das Ganze eher modern und maschinell, weil gerade die schnellen Percussions kann ja auch kein Mensch mehr von der Hand einspielen. Von daher seht ihr schon, alles hat so seinen typischen Charakter, an dem ihr euch auf jeden Fall orientieren könnt. Aber nochmal die Betonung, ihr habt natürlich generell alle Freiheiten dieser Welt. Auch wieder was eure DJ-Kollegen euch danken werden, ist natürlich auch, dass ihr bei euren Tracks ein Intro und ein Outro hinzufügt und oder dass ihr halt mehrere Varianten von eurem Track veröffentlicht, eben vielleicht ein Radio-Edit ohne und eine klassische Variante, einen Club-Mix, eine Extended Version eben mit. Und
Was natürlich auch logisch ist, ist, dass ihr euren Track insofern arrangiert, dass sich eben die Strophe mal dann mit einem Breakdown abwechselt, es zu einer Bridge kommt und dann kommt eben wieder die Strophe. Also dieses typische Auf und Ab, was man von Tracks kennt. Denn auch ganz klar, zwei Refrains hintereinander macht natürlich absolut keinen Sinn. Aber eben, dass man dem Track halt schon eine Struktur gibt, wie eine kleine Geschichte erzählen möchte. Beim Aufbau eines Tracks solltet ihr euch auf jeden Fall mehrere Elemente bedienen. Diese haben wir hier mal ganz grob aufgelistet. In erster Linie natürlich die Bassline und die Bassdrum, die hier für den soliden Untergrund sorgen, die hier schon mal eine Basis schaffen für einen energiegeladenen Song. Dann ergänzt durch Percussions, die natürlich eher für den Rhythmus sorgen und das Ganze sehr abwechslungsreich gestalten. Lead Sounds und Vocals sind die Sachen, die natürlich dann oft für den Ohrwurmfaktor sorgen und Tracks wirklich einzigartig und besonders machen. Wenn ihr das Ganze arrangiert habt, könnt ihr natürlich auch noch Effekte drüberlegen. Es sind euch ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und um dem Ganzen vielleicht noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen, für eine gewisse Würze hier und da im Track, dass das Ganze noch etwas abwechslungsreicher wird, habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, noch gewisse Sounds und Samples einzuschieben hier, gewisse Fill-Ins oder eben gerade auch beim Drop hier nochmal eben kleine Akzente und Nuancen zu setzen, damit euer Track halt wirklich was Besonderes wird und nicht einfach nur lahm vor sich hin plätschert. Das Arrangement dann, wenn die Produktion so grob steht, macht dann aus eurem ganzen Soundschnipselhaufen wirklich einen strukturierten Track. Dabei ist es sehr wichtig, dass die verschiedenen Phasen im Track sich eben abwechseln, wie vorhin schon erwähnt, und so eben ein dramaturgischer Spannungsbogen aufgebaut wird, damit die Leute auch wirklich Freude am Track haben, weil natürlich, ihr kennt das ja auch, wenn ihr dann eben mal ausgeht und auf den Drop wartet, das kommt natürlich nicht von ungefähr, sowas muss man genau produzieren und das Arrangement ist ja in dieser Richtung kein Zufall. Der Refrain, wenn er sich zwei, dreimal wiederholt, ist natürlich auch schön, weil das der wichtigste Part im Track ist und man so immer wieder dieses euphorische Erlebnis hat. Von daher achtet hier drauf, dass ihr diesen Track auch sinnvoll arrangiert. Ein professionelles Mixdown und Mastering, auch im Intro schon erwähnt, ist definitiv Pflicht. Das ist unabdingbar für eine anständige Vermarktung. Und natürlich auch vor allem dann das Spielen auf großen Anlagen, denn gerade wenn es um große Veranstaltungen geht, um große Diskotheken, um Festivals, da hört man wirklich alles und da muss der Track astrein produziert sein. Und insofern wende dich da am besten an den Experten, der sich damit auskennt, am besten auch ein Experten für dein Genre und nicht ein Experte für Rockmusik, wenn du jetzt eben Hip-Hop machst, weil hier sind die Karten auch wieder ganz andere und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, denn hier entscheidet sich auch oft, ob deine Grundidee deines Tracks dann wirklich ein voller Erfolg wird oder vielleicht eher verpufft, weil das, was du ja eigentlich an Emotionen da reingepackt hast, gar nicht wirklich beim Konsumenten ankommt. Beim Mixdown geht es eher darum, wie die Spuren an sich untereinander harmonieren und eben zusammenarbeiten. Dass das Ganze auch einen schönen, flüssigen Sound ergibt und euer Track als Ganzes erstrahlt, hier nichts herausstößt und es wirklich eine runde Sache ergibt. Insofern, Produktion sind eben das Maß aller Dinge. Wenn ihr hier erfolgreich seid, was wir euch sehr wünschen, dann ist eurer DJ-Karriere auch in Zukunft keine Grenze mehr gesetzt. Ihr werdet hier definitiv dann noch gute, erfolgreiche Bookings an Land ziehen können und auch den nächsten Step von eurer regionalen Bekanntheit zur nationalen, vielleicht sogar bis zur internationalen Bekanntheit erlangen. Und von daher hier diese Punkte schon mal für euch als Einstieg, wie man denn an eigene Produktionen rangehen kann. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast,
dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.